Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 mit meiner reizenden Assistentin. Hallöchen. So, ich bin jetzt immer noch dabei, quasi meine Questen runterzuspielen, bevor Fastnacht jetzt wieder loslegt. Weil es wird gleich soweit sein. Deswegen machen wir hier gerade den Questen-Marathon. Einfach Stoff geben, fertig werden. Ich brauche doch legendäre Scheinchen. Und ich möchte auch langsam mal wieder Events zocken. Ne? Oder, Mas? Ja. Nö. Nein, Fastnacht muss dir reichen. Was jetzt sagen müssen. Nicht? Nee. Nee. Du magst Fastnacht nicht so, ne? Nicht wirklich. Also seit sie dir dein Lieblingsevent jetzt versaut haben, weil es halt die Server nicht wegen der Stabilität schaffen, ne? Seitdem bist du mad mit den Events. Fleischhapper, Happer und Fastnacht magst du jetzt überhaupt nicht mehr. Das war doch das mit dem Mach Autos im White Spring kaputt. Ja. Das war doch dein Lieblingsevent. Ja, das stimmt. Ja, aber das ging doch nicht mehr wegen Serverstabilität. Weil zu viele Autos kaputt gehen und der Server sagt irgendwann so, tschüss. Nö, hab doch keine Lust mehr. Aber gerade wegen den Autos. Aber gerade das hat am meisten Spaß gemacht. Das haben sie weggenommen. Na, das gab's ja letztes Jahr nicht. Vielleicht haben wir ja dieses Jahr Glück und vielleicht fixen sie da ja noch mal ein bisschen was dran. Dass es vielleicht doch klappt. Optimistisch bleiben, Mausi. Optimistisch bleiben. Sagst du Pessimisten? Deswegen ja. Aber so viel Pessimismus wie du hast, muss ich ja jetzt in Optimismus haben, weil wir müssen uns ja gegenseitig ergänzen hier, ne? Ja, du bist Optimismus Prime. Optimismus Prime. Aktiviert. Den lösen wir jetzt mal nicht aus. Der Ghoul fliegt erstmal 10 Kilometer ums Eck. Hat sie auch gesagt, juhu! Weg von hier! Schnarre von hier. Er wollte fliegen lernen. Ja, so ungefähr. Und ein Schloss, das ich als Kommando knacken kann. Na, dann, da kann ich mir das nicht nehmen lassen. Und dann ist es ja auch noch leer. Das ist ja das nächste. So, jetzt bin ich aber zu voll. Das heißt, wir machen jetzt hier uns einen Hirschrein drücken und dann porten wir einfach mal kurz hoch, damit wir die Quest noch abgeben können. Da schaffen wir vielleicht sogar noch eine ganz kleine. Oder wir könnten schon mal noch eine anfangen. Ich glaube, die Königin der Jagd klingt gut. Was sagst du? Mach, was du willst. Die ist das scheiß Pupsi, wa? Richtig. Okay. Was ist das? Dass du nicht mit einem Raketenwerfer Fatman und Co. permanent rumspielst. Ich spiel mit anderen Dingen rum. Ja, das ist sowieso. Das sowieso. Beim nächsten Überfall werde ich nach dir verlangen. Jemand mit deinen Talenten könnte. Ich warte hier auf dich. Fast noch? Ach nee, ja, es sind 3 Minuten. In 3 Minuten. Ich muss aber noch mal kurz gucken hier. Waffen, wir haben doch noch Orbitalschläge. Die zimmern wir uns hier mal kurz noch mal mit ins Inventar. 5 Stück. Oh, die sind immer so schnell leer. Da. Funkvakuumröhre. Könnte auch Sprengstoff bauen und... Nee, komm. Wenn jemand einen größeren Anteil als du bekommt, stinkt was. Also, Sprengstoff ist jetzt nicht so toll. Jawohl. Next abgeholt. Dann gucken wir mal Königin der Jagd. Oh, 2 ganz weit weg. Klappern wir die als nächstes ab. Und dann wenigstens... Ach nee, Zelt kann ich jetzt nicht dahinstellen wegen dem Bienenwachs. Verdammt.
So, Kleber nochmal holen. Guten Morgen, Herr Angler. Morgen. Guten Morgen, Herr Angler vom Bruder. Bruder von Angler. Ja, Gott, den habe ich versaut. Den habe ich ja vollends versaut. So. Ja, aber nur größer Asbest. Na denn? So, zeige dich. Yaogwai. Nee, oh, es ist der Wendigo. Der hier nur einmal rumschlendert. Somit ist das jetzt eine Kurzquest geworden. Na komm, Minute haben wir noch, Mausi. Schaffe ich. Okay, ja. Schneller. Wieder Zigaretten für dich gefunden. So, mein Schatz. Eine ganze Schachtel oder eine Stange? Stange. Probe wird analysiert. Habe ich ja wieder eine Woche zu rauchen. Passt. Analyse abgeschlossen. Datenbank aktualisiert. So, und es gab sogar noch ein legendäres Item, aber ich komme schon. Bin so gut wie da. Ja. Warte auf mich. Oh, Mutanten, Stoppelläufiger. Stoppelläufiger. Ihr doppelläufige Attraktion. Ja, Musik machen. Hast du ihn angesprochen? Nee. Ja, musst du machen. Achso, ich dachte, du Nee, kannst du doch auch machen. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Also man sollte eigentlich schon längst wissen, wie das Event losgeht. Ah, stimmt. Wenn man ihn nicht anquatscht, den Roboter, dann wird das auch nicht, ne? Spiel mit, dann dauert es nicht so lange. Ich kann die ganzen Texte schon mitsingen. So schlimm. Klammer auf, Klammer zu. Ah, da war ich wieder zu schnell. Klammer auf, Kacke. Klammer zu. Ich finde den cool. Wünsche eine frohe Fastnacht. Ja, jetzt. Einmal Kröteneier. Kröteneier? Kröteneier. Zweimal Kröteneier. Dreimal Kröteneier. Und viermal Kröteneier. Ich habe die Kröteneier. Nicht die Kronjuwelen, sondern die Kröteneier. Warte auf Fortsetzung des Umzugsprotokolls bei Erreichen. Wunderbar. So, zwei haben wir jetzt schon abgeschlossen. Haben wir wieder hinten Bienenwachs? Hier, musst du doch auch mal helfen hier. Mach ich doch immer hier das Fleisch kaputt und sammle ich kaputtes Fleisch ein. Und sammle ich kaputtes Fleisch ein. Ja, aber dann, wenn wir hinten Wachs haben, ich kriege hier gerade nicht genug Wachs raus. Oder? Vergnügte Metzger. Der vergnügte Metzger.
Hä? Wo ist denn jetzt? Das hörte sich doch so an, als wenn... Ach, jetzt. Hier draußen stehst du schon. Bzzz. Hast du genug? Ja, von Würstchen nicht. Nee, von deinem. Ich muss hier warten auf die Honigbisschen. Sums. Aber sonst sums, muss ich gleich gucken. Kleintier. So. Gedärme sind in großer irgendwo müsste jetzt schon wieder eine große Biene sein. Ach, da hinten ist sie. Danke, meine Freunde. Ne? Bin ich schon wieder überladen? Wir haben doch gar nicht den Wachsmaler. Meist nein. Warum nicht? Ne, weil er nicht da ist. Umzugsstartort wurde verifiziert. Und wenn er nicht da ist, dann kann es ja jetzt nur noch eigentlich der hier hinten sein. Der fehlt. Ah, Bienenhaus ist fertig. Die Geschichte ja, von Helvetia reicht zurück bis Hallo, Forschungsassistent. Ich muss mich dem Umzug anschließen. Wir brauchen Bierkrüge. Bier. Ja, das sagt mir auch die Katze. Genau. Gib ich dir recht, Katze. Muss man die denn abgeben? Die Porzellankrüge hier hinten in dem Haus. Siehst du das? Da pöbelt er rum wegen Bierkrüge. 5 Stück fehlen noch. Ein paar habe ich jetzt auch schon wieder eingesammelt. Hier? Cheers Haus? Nein. Hier hinten das. Das hier. Da drinnen steht er. In alten Zeiten tranken die Feiernden. Fehler. Archiv unvollständig. Datenbank zum Fortsetzen. Okay, ich dachte, du hast es mir. Hab ich auch getan. Jetzt sind hier diese Porzellankrüge, wo auch das Fassnacht-Symbol und so weiter drauf ist. Ja, ich weiß. So, ich hab den letzten. Ja, ich weiß. Ist ja gut. Ach, jetzt hast du den letzten. Na gut. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass ich das Bienenwachs nicht kaputt mache. Aber so den ganzen anderen Rest, den ich jetzt hier bei habe. Was ich auch schon ordentlich wieder was angesammelt habe. Meine Güte, was habe ich denn hier alles schon wieder aufgesammelt? Ist ja der Wahnsinn. Da wollte ich nicht wundern, dass ich schon wieder fast voll bin hier. So, bevor ich das da reinschmeiße, gehen wir hier nochmal einmal in den Schrott rein. Den Bienenwachs, den legen wir hier mal rein. Und dann hätte ich 12 Stück, das heißt, den nächsten könnte ich dann erfüllen. Falls du die Säure haben willst. Mal gucken. Ah, okay. Früher wurden diese. Achso, die lebt noch, deswegen komme ich da nicht ran an eine Krugchen. Natürlich während des gesamten Fests getragen. Aber so, dann bereiten wir uns schon mal vor. Einen kleinen Schlag mitnehmen. Teilnehmer sind eingetroffen. Der Fastnachtsumzug kann losgehen. Da ich den Umzug anführe, muss ich jetzt los und alle in Bewegung setzen. Ich mag die Luftballons zerschießen. Ja, hurra! War ich nicht. Aha. Jedenfalls nicht mit Absicht. Das war einfach so mit im Zerstörungswahn mit drin so. Nee. Genau. Nicht nachlassen, Mausi.
Sonst sind wir Faulpelze. Nee. Nee. Nee, nee. Nee, nee. Sind wir nicht. Wen erzählst du das denn? Dir? Okay. Aber ich bin der Oberfaulpelz. Was machen wir denn jetzt? Ganz laut weinen. Okay. Boom! Danke für die Epik. Bitte. Ich mach gleich noch einen scharf. Hä? Der lebt ja noch, der Kröte. Und da lebt auch noch eine. Krote? Eine Krote. Da kommen noch mehr. Ich will was trinken. Ja, klar kommen die immer dann, wenn du was trinkst. Wäre ja fair, wenn du nichts trinken würdest und einfach konzentriert spielen würdest, ne? Dann hätten sie ja keine Chance, ne? Die sind tot. Ich bin die Konzentration in Person. Du bist die Konzentration in Person, okay. Konzentration hab ich umgekehrt. Also, also. So, schnell zwischenlooten hier. Ah, jetzt die spawnen mir hier schon die Kröten. Die Kröten. Die Kröten. Die Krötenjuwelen. Die Krötenjuwelen. Ah, und hier hast du auch nicht gelootet. Da wo laufen die denn hin? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe es gerade nicht. Ah, hier ist wieder eine Oh, 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 ich hab nicht auf den Kopf gezielt. Nein. Ja, doch. Platz schneller nach. Ich immer eine blöde Maus im Kopf. Rad hier. Ich höre noch ein Piepen da. Ja, Kopf, boom. Der Kopf macht boom, Mausi. Nee. Nee? Ach, Quatsch, auf. Macht er nicht, Zähl doch mal nicht. Oh. Ach, hinter mir. Ich dachte, du guckst auf eine Seite. Hab ich doch. Der wollte auch halt, machen. Mini-Atombombe! Ja, haben wir noch Nachzügler? Das Feuer ist auf jeden Fall im Geiste der Feierlichkeit. Nee. Geh kurz looten. Auf geht's! Mini-Atombomben, ja, das macht den Bull. Oh, du. Das ist einfach so. Nicht? Ach. Fix, 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 fix. Fix. Was? Fix, 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 fix? Fix. Nicht Wix. Fix. Fix, fix. Fix, 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 fix. Ja. Tschüss. Wie schön, dass es hier hinten ist, ne?
Ich finde das so geil. Und die schrubsen sich dagegen, sei sonst so hin. Das habe ich bis jetzt aber nur bei diesen Bots gesehen. Ja, ist ja auch nur bei den Bots. Das Schlimmste ist, du musst sie auch noch beschützen. Jetzt hängen da hinten zwei fest. Ach ja. Nein, das war wieder mit Watz. Egal. Hä? Ja, Mini-Nukes mit Watz schießen, scheiß Idee. Okay. Das macht Laune, wa? So, dann können wir den auch noch gleich looten. Wo rennt ihr denn hin? Und dann tschüss. Keinerlei Bewegung, oh Gott. Na gut, dann verbrennt mal die Bots am besten gleich mit. Ja, los, Mausi, verbrenn ihn. Ja, rasendes Dönermesser. Und dann gebe ich Bruderschaftsaufklärungsrüstung. Oh, GZ. Unnachgiebig sogar. Ist gut. Auf ihn? Ja. Obwohl, auf dem Charakter nein. Ja, das unnachgiebig ist was für blutbefleckte Masmas. Bist du blutbefleckt? Ja, aber ich bin Mutzi. Tschüss. Nee, die Mutzi habe ich auch gerade gekriegt. Mal wieder. Warte. So. Hm. Was denn? Hässlich, hässlich. Wieso hässlich, hässlich? Das ist hässlich. Ich finde, die geht. Also, ne? Blau ist besser. Also so, ja. Auch so blau kariert. Also, so blau kariert. Nee, so eine habe ich jetzt noch nicht gesehen. Aber die ist besser, ja. Du bist ein Spinner. So schnell wie du mal ja sagst. Kannst du nicht, wa? Nee. Oh, Fliegen, klatsch, klatsch. Fliegen, klatsch, klatsch. Na, dann, oh, lass mich mal mitklatschen. Ich brech sofort meine Quest ab hier. Da denke ich immer voll pervers. Klatsch, klatsch. Ja, klatsch, klatsch ist doch nicht pervers. Mich. Also. Die ist immer alles pervers. Ja, du bist der Oberperverse. Ach, ich bin der Oberperverse, ja. Ja, so. Du bist so pervers kuschelig. Das ist schon richtig unnormal. Solange ich kein Würstchen bin, ist alles okay. An alle Feuerteufel. Nee, du bist ein Bärchen. Hier ist Larkin mit einem Prioritätsalarm für euch. Wir haben einen weiteren so, dieser darf's. Untersuchungswert, die Bots draußen beim Airship entdeckt. Von du diese darfst. Diese Dinger sind perfekt zum Verwerten. Allerdings müsst ihr schnell und hart zuschlagen, wenn ihr sie erledigen wollt. Seid vorsichtig, da der Lärm oft ungewollte Aufmerksamkeit erregt. Passt auf euch auf. Viel okay. Glück. Und versucht, wir werden beschossen. Am Leben zu bleiben. Da hinten wollte mich irgendwas angreifen. Suchst du was? Ja. Was denn? Ich hab meine Kontaktlinse verloren. Ach so, warte mal, ich helfe dir mal suchen hier. Ob wir sie noch wiederfinden? Gott gesagt, hab sie. Schade. Gut. Aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn. Tschüss.